Hallo und jetzt zurück zu Evil Genius. So, irgendwelche Eindringlinge auf der Insel aktuell? Ich glaube nicht. Sehr schön. Gut, unser Kontrollraum ist in Arbeit, nachdem ich mich 10-mal umentschieden habe. Und wir bekommen auch langsam Handlanger hinzu. Ich möchte jetzt gerade am Anfang nicht zu viel Geld ausgeben, ehrlich gesagt. So, dann nutzen wir hier mal die Infos. Etagenbett. In der Kaserne helfen wir ihnen nachts zu schlafen und die Ausdauer aufzufrischen. Alles klar. Und die Spinde. Spinde sind sehr nützlich, da sie ihnen die Rekrutierung neuer Bediensteter erlauben. Die Bediensteten-Gesamtkapazität ihrer Basis wird in erster Linie von ihrem Bekanntheitsgrad bestimmt. Diese Zahl erhöht sich jedoch mit jedem Spind, den es in ihrer Basis gibt. Boah, hat irgendwie so geklungen, als wäre das Video ein bisschen beschleunigt. Naja, wir hätten noch eine Menge Geld. Theoretisch könnte man hier ein bisschen ausgeben für Beschleunigung. Allerdings, ich gedulde mich da mal noch. So, da sind sie hier am Gang jetzt dran. Punkto Aufgaben müssen wir, glaube ich, nur mit dem Kontrollraum bauen. Optionale Ziele haben wir im Moment keine. Ja, und die ersten paar Folgen nehme ich übrigens am Stück auf, also Kommentare zur ersten Folge habe ich leider noch nicht berücksichtigen können. Sehr schön. Dann können wir gleich mal die Gefrierkammer bauen und die Leichensäcke hier hoffentlich loswerden. So, die laufen mal alle schon los. Brav, brav. Kontostand, ja, 200.000. Das geht dann so schnell. Beim Probespielen habe ich das gemerkt. Da denkt man sich, ja, leicht baue ich noch einiges. Und schwuppsiwupps, plötzlich mal unten auf 50 oder 20.000. Und Geld in dem Spiel bekommen, ja. Das sehen wir erst noch, da müssen wir dann die Weltkarte erst freischalten. Die bekommen wir dann, glaube ich, wenn die Aufgaben hier erledigt sind. So, die ganzen Statistiken werden wir uns dann auch gelegentlich mal anschauen. Im Moment ist ja noch nicht viel passiert. So, die gehen wieder alle Sprengstoff kaufen. Brav, brav. Ja, und die Kapazität müssen wir jetzt, glaube ich, so lange nicht erhöhen, solange wir hier eh nicht am Anschlag sind, was die Kapazität angeht. So, ich hoffe, ich bekomme da die passende Gerätschaft unter. Ich glaube, die ist nur eins breit. Das sollte schon hinhauen. So, die schleppen das alles da runter, sehr brav. Gut. So, dann werden wir die hier einrichten. Und zwar erstens mal kommt auch eine Tür rein und zweitens mal ein Gefrierkammerregal. Das sollte von dem Moment genügen. Mal schauen, haben wir da halbwegs eine vernünftige Breite gebaut? Ja, natürlich nicht, da gehen sich drei nur aus. Naja, sollte hoffentlich auslangen. Ich habe sowieso vor, die meisten gefangen zu nehmen und nicht um die Ecke zu bringen. So, da auch schon genug Sprengstoff angeliefert. Ah, offensichtlich noch nicht ganz. Ja, der da schleppt noch was daher. Ja, und wir stehen da einfach rum und tun nichts. Wir bewachen mal hier den Eingang. Er läuft einfach auch nur durch die Gegend. Super Kopfschuss und Ghetto Gang. Okay. Keine Ahnung, was das ist, werden wir hoffentlich noch rausfinden. Ah, da sieht man auch schon, wo die hin platziert werden. Ah ja, die sind schon beim Holen. Sehr brav. Würde eigentlich hier noch ein Eingang herpassen? Nur eine theoretische Frage. Ja, da eigentlich auch überall. Aber zu viele Eingänge möchte ich eigentlich nicht haben.
Wie gesagt, umso mehr Eingänge, umso mehr Eingänge muss man auch bewachen. So. Ah, sehr schön. Der auch fertig. Dann können wir dann auch noch einrichten. Ja, da haben wir noch einen großen Raumplatz. Da haben wir einen schönen großen Raumplatz. So, die gehen sich schon ausrasten. Also immer wenn die Leute ausrasten gehen, glaube ich, weiß man ganz gut, man hat zu wenig Aufträge. So, Bedienungstafel und Speicherdatenbank. So, wie richten wir den Raum denn jetzt ein? Also, ich glaube, es ist immer ganz fein, wenn man zur Türe sieht beim Arbeiten, meiner Meinung nach. Habe ich auch nicht ganz symmetrisch gebaut, fällt mir gerade auf. Naja, macht nichts. Aber da passen eigentlich zwei nebeneinander ganz gut hin, glaube ich. Ja, für die Speicherdatenbanken müssen wir auch noch Platz machen. Wie lange ich mir gerade überlege, wie ich so einen Raum einrichte, fast schon erschreckend. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Die Speicherdatenbank baue ich hier hin. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Stechuhr. Für was ist die Stechuhr gut? Habe ich auch nicht rausgefunden. Bauen wir einfach mal eine und informieren uns dann entsprechend. So, dann haben wir die erste Aufgabe gleich fertig. Schaut's aus mit unserer Kapazität. 12 von 20. Dann könnten wir eigentlich noch ein paar Spinde aufstellen. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. So langsam, aber sicher. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Ja, und wenn das hier gebaut ist. Dann haben wir die erste Aufgabe erledigt. Sehr schön. Alle fleißig beim Rumlaufen. Ja, und ihr seht es eben, sind wir schon ganz schön weit runter mit dem Kontostand. Das, was ich vorher gemeint habe, geht dann ganz gern sehr schnell. Und jetzt muss ich ehrlich gesagt gerade grübeln, ob man das Spiel hier überhaupt beschleunigen kann. Ich glaube gar nicht. Muss ich mal nachschauen gehen. Zumindest mal die klassischen Tasten beschleunigen das Spiel nicht. So, das Kontrollpult. Nein, nicht ganz. Die Speicherbank ist mal da. Das Kontrollpunkt ist, glaube ich, auch. Kontrollpult ist auch unterwegs. 5 Strom verbrauchen wir auch schon von 20. Müssen wir auch aufpassen. Perfekt. Ja, erste Aufgabe abgeschlossen. Wir bekommen eine Menge neue Gebäude dazu. Schauen wir uns mal das Video dazu an. Die Weltherrschaftskarte bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, sich an den Schätzen der Welt zu bedienen, sondern kann auch helfen, Ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Er steigt am schnellsten durch infame Aktionen. Manche infame Aktionen bringen Ihnen auch unglaublich wertvolle Beute ein. Die meisten infamen Aktionen lassen sich nur aufdecken, wenn Sie Bedienstete in der Region haben, die sich an Verschwörungen beteiligen. Wählen Sie die Option Verschwörung aus dem Regionsbildschirm, um Ihre Bediensteten infame Aktionen aufdecken zu lassen. Je mehr Bedienstete sich in einer Region befinden, desto schneller können Sie infame Aktionen aufdecken. Wählen Sie daher Ihre Truppen mit Sorgfalt aus. Es gibt infame Aktionen, die so unglaublich sind, dass Sie diese erst aufdecken können, wenn Sie einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt haben. Okay. Sie haben nun Zugang zur Weltherrschaftskarte. Von hier aus können Sie infame Aktionen, die Ihren Bekanntheitsgrad steigern, auf der ganzen Welt ausführen und Sie können wertvolle Beute von den Streitkräften der Gerechtigkeit stehlen. Die Weltkarte kann Ihnen zu zusätzlichen Geldreserven verhelfen. Sie können Ihre Bediensteten in alle Regionen der Welt entsenden, wo sie automatisch Geld stehlen, solange die Option Diebstahl in dieser Region gewählt ist. Nach Ihrer Ankunft in der Region senden Ihre Bediensteten in regelmäßigen Abständen die Erträge Ihrer Raubzüge zur Insel, wo sie im Depot gesammelt und dann zum Tresorraum gebracht werden. Jede Region hat ein Geldpotenzial. Je höher der Wert, desto mehr Geld erbeuten Ihre Bediensteten. Sie können das Geldpotenzial in Erfahrung bringen, wenn Sie die für diese Region benötigte Anzahl an Bedienungstafeln aktiviert haben. Je mehr Bedienstete in einer Region stehlen, desto höher wird die Ausbeute.
Wählen Sie Ihre Truppen mit Sorgfalt aus. Bedienstete in eine Region entsenden ist ein einfacher Vorgang. Wählen Sie zunächst die Region aus, in der Sie stehlen möchten, und dann, welche der Bediensteten aus der Liste am unteren Bildschirmrand Sie entsenden möchten. Um einen Bediensteten zurückzubeordern, müssen Sie ihn nur aus der Bediensteten-Aufenthaltsliste auswählen. Kleine Zahlen in der Aufenthaltsliste bedeuten, dass sich die Bediensteten auf dem Weg befinden. Gut, das weiß ich ausnahmsweise schon. Schauen wir uns noch die Aufgaben an. Jetzt ist noch dazugekommen, Berichten zufolge machen einige Zivilpersonen mit Berufserfahrung Urlaub auf der Insel. Fangen sie ein Zimmermädchen und sperren sie es in eine Gefängniszelle. Ja, für das braucht man natürlich überhaupt erstmal eine Gefängniszelle. Neue Raumentwürfe stehen zur Verfügung. So, eine Waffenkammer können wir bauen. Und die Gefängniszelle ist, glaube ich, Teil der Waffenkammer, wenn es mich jetzt nicht ganz täuscht. Und die Waffenkammer möchte ich entsprechend groß haben. Jetzt ist die Frage, sollen wir die hierher bauen? Da ist zwar so ein unschönes Eck drin, aber auf das würde ich mich mal einlassen. Ich schaue mir das einfach nur mal an, wie groß das wäre. Ja, bauen wir es mal dahin. Ich glaube, das sollte schon passen. Ich hoffe zumindest. Der Raum befindet sich im Bau. Naja, mit dem müssen wir mal leben. Okay, was ist sonst noch dazugekommen? Für draußen was? Was war das? So, na. Draußen der Beobachtungsposten. Eine nie enden wollende Aufgabe, ihr Hauptquartier ständig zu sichern. Sie können jede Art. Soll ich es vorlesen? Ja, lese ich es vor. Die Streitkräfte der Gerechtigkeit scheinen über unendlich viele Agenten zu verfügen, die überall in ihrem fiesen Unterschlupf herumschnüffeln. Beobachtungsposten ermöglichen ihnen, einen äußeren Verteidigungsring einzurichten. Jeder Beobachtungsposten besteht aus einem separaten Raum, der an bebaubaren Plätzen überall auf der Insel errichtet werden kann. Sie können jede Art von Raum in einem Beobachtungsposten bauen, aber sie sind am nützlichsten, wenn darin Räume gebaut werden, mit denen ihre Bediensteten jeden Tag interagieren. Damit können sie sicherstellen, dass einige ihrer Kräfte ihre Ufer patrouillieren. Experimentieren sie mit verschiedenen Kombinationen. Sie können Kasernen, Waffenkammern, Aufenthaltsräume oder auch anderes in die Beobachtungsposten bauen. Okay. Gut zu wissen. So, dann schauen wir uns auch mal die Weltkarte an. Und da haben wir auch, glaube ich, schon so infame Aktionen, oder? Sind das die hier? Missionsanweisung, Ohrstöpsel. Brauchen wir 4 Arbeiter für das. Detektive haben einen Smash-Abhörposten und Sammelplatz für Geheimoperationen entdeckt. Es scheint, als hätte diese Zelle kriminelle Aktivität in dem Gebiet effektiv unterbunden. Wenn wir diese Zelle zerstören, können irgendwas passt da nicht ganz. Wenn wir diese Zelle zerstören, können auch die Justizkräfte nicht mehr die Augen davor verschließen, dass eine neue Macht emporsteigt und kein verdammter Gutmensch sie aufhalten können wird. Ja, dann schicken wir da gleich mal welche hin. Ich würde sagen, schicken wir da 5 Leute mal hin nach Nordafrika. Die sind jetzt unterwegs, wie es heißt, eben an der kleinen Zahl. Und ich glaube, wenn es mich nicht täuscht, um so Missionen auszuführen, ist es egal, ob hier Verschwören, Stehlen oder Verstecken eingestellt ist. Hoffe ich zumindest. Ja, also 5 von unseren 15 schicken wir da jetzt mal los. Ist mal ein Start. Wie schaut's aus mit unserer Bedienstetenzahl? Maximal 24, 16 haben wir zurzeit. Ja, lassen wir das mal langsam steigen. So einen Stress müssen wir nicht haben. So, und da arbeiten auch fleißig welche. Sehr gut. So, und das Zimmermädchen, wo läuft das rum? Das ist da. Die müssen wir gefangen nehmen. Allerdings werden wir vorher eben natürlich passenderweise eine Gefängniszelle bauen. So, und ich würde sagen, da bauen wir gleich 2 oder noch mehr von denen. Das Objekt wurde in Auftrag. Weil ich habe so das Gefühl, wir werden hier mehrere Gefangene bald haben.
So, können wir noch ein paar Leute losschicken oder sind die schon angekommen? Fragen wir mal so. Na, Hubschrauber ist noch unterwegs. So, die kaufen mal unsere 4 Gefängniszellen. Wir könnten sie eigentlich schon markieren. Zum Gefangennehmen in dem Fall. Informationen über den Fangentag. Ja, ich glaube, das wissen wir eigentlich schon. Müssen wir nur noch unseren Agenten da runterholen, dass er das auch erledigt. Die Minimap könnte ein bisschen größer sein für meinen Geschmack. Ah, sehr schön, da kommen eh schon die ersten Gefängniszellen, dann trifft sich das gut. Irgendwann brauchen wir natürlich auch einen Ausgang nach unten. Jetzt möchte ich immer ganz außen rumlaufen müssen. So, er ist mal am Weg. Wird sie da eh dann abfangen. Können wir natürlich auch von anderen Bediensteten erledigen lassen, aber das soll mal er machen, das passt. So, jetzt sind sie mittlerweile angekommen und wir verdienen hier eben schon Geld. 1000 alle 60 Sekunden. Und wir könnten eben das hier aber ausführen. Ich würde sagen, das machen wir. Mission beginnt. Und wir schicken woanders hin noch ein paar Bedienstete. Was haben wir hier? Stehlen sie die Entwürfe für die Bibliothek. Eine prestigeträchtige Universität in Kalifornien baut eine Erweiterung ihrer Campusbibliothek. Schicken Sie einige Bedienstete zur Baustelle, um die Entwürfe und Baumaterialien zu stehlen. Sobald Sie die Entwürfe haben, kann ein Archiv in der Basis gebaut werden und die Klugheit der Bediensteten aufzufrischen. Ja, da müssen wir natürlich auch Leute hinschicken. Schicken wir auch mal 5. Brauchen wir zwar nur 2 für den Auftrag. Sind wir vielleicht ein bisschen sparsamer und schicken 3 hin. So, das hier läuft. Oh, ist das irgendwie fehlgeschlagen? Weil da nur mal 2 sind, kann das sein? Oder habe ich die jetzt gerade irgendwie abgezogen? Nachrichten? Ohrstöpsel. Infame Aktion, Ohrstöpsel erfolgreich. Ah, wir haben es doch geschafft. Sehr schön, ein bisschen Wut ausgelöst, dafür sind wir bekannter geworden. Und haben da offensichtlich auch Leute dafür eingebüßt. Naja, dann stocken wir die da trotzdem wieder auf. Damit wir hier in der Gegend ein bisschen Geld verdienen. Oh, da wisst ihr was? Nehmen wir die da weg, machen wir so und platzieren sie lieber daher. Wenn wir schon dabei sind. Dann schauen wir uns die da mal an. Alles falsch, oder was? Bruce, der Dingo McGray, ist ein Meisterfälscher, der momentan im Gefängnis schmachtet. Seine Fertigkeiten sind unbestritten, aber sein gesunder Menschenverstand lässt manchmal zu wünschen übrig. Er wurde nur gefasst, weil er versucht hat, sein gefälschtes Geld unter die Leute zu bringen, bevor die Tinte trocken war. Die Sicherheitsmaßnahmen im Gefängnis sind ziemlich lasch, also sollte ein Ausbruch einfach zu bewerkstelligen sein. McGrays Befreiung dürfte den Kafka-Agenten, die ihn geschnappt haben, gar nicht schmecken. So, jetzt sind eh schon 5 da. Sollen wir das schon machen? Probieren wir es mal. Schaut es hier aus. Da haben wir auch schon 3 Leute. Wir haben jetzt 2 Missionen am Laufen. Und wir können schon 29 haben. Ja, jetzt müssen wir eh schauen, dass wir ein bisschen aufstocken. Die Frage ist, machen wir das bei Bezahlung oder sind wir geduldig? Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. So. Okay, die Gefängniszellen haben wir. Wo ist die Dame, die wir da einsperren wollten? Die läuft, glaube ich, immer noch. Ah, wir haben sie mittlerweile gefangen. Und noch eine erfolgreiche Mission. Alles falsch, oder was? Ist erfolgreich. Nur die Frage, was bekommen wir? Ich glaube, wir haben da einfach den Agenten befreit und fertig. Dann ziehen wir die hier auch wieder ab. Und gehen hierher, auch mit 5 Leuten. Naja, kommt auch an, wie viel wir hier brauchen. Für zu viele Fische verderben den Brei.
Gestohlene Geheimdokumente enthüllen, dass Alibi ein neues 24-Stunden-Patrouillensystem einsetzen will, in dem getarntes Treibgut mit dem neuesten elektronischen Meldesystem ausgestattet wird. Diese Bemühungen können wir zum Scheitern bringen, indem wir die örtlichen Delfine mit in Fischen befindlichen Radio- und Sonarsystem füttern. Okay, das läuft, glaube ich, noch. So, jetzt gehen uns langsam die Leute aus. Die Bediensteten. Ah ja, da haben wir jetzt die Dame. Jetzt bin ich wirklich beim Überlegen, ob man nicht sollen eventuell ein bisschen Geld investieren ins Beschleunigen. Jetzt könnte man schon 34 haben. Ich glaube, dann investieren wir mal ein bisschen. 1000, dann kommen alle 20 Sekunden welche. Wir brauchen die Agenten ja, für unsere Aktionen hier. So, da fehlen uns noch ein paar. Da hätten wir zwar schon zwei, aber ich bin mir da nie ganz sicher. Ich weiß es einfach nicht, ob es besser ist, wenn man hier mehr hat. Neue Missionsziele. Ah ja, wir haben die Dame gefangen, vermutlich deswegen. So, dann werden wir das hier noch ausführen. Charaktere wie das gerade gefangene Zimmermädchen nennt man Geiseln. Wird eine Geisel verhört, gehen die Fähigkeiten der Geisel auf den Folterknecht über und verwandeln ihn in einen besseren Bediensteten. Verschiedene Klassen von Geiseln führen zur Ausbildung verschiedener besserer Bediensteter. Durch infame Aktionen kommen sie in den Besitz weiterer Geiseln. Wenn sie erst einmal einen besseren Bediensteten haben, können sie einfach und problemlos weitere ausbilden. Dazu brauchen sie einen eingerichteten Ausbildungsraum. Um den Ausbildungsraum zu benutzen, erhöhen sie einfach die Zahl der gewünschten besseren Bediensteten im Personalplanungsbildschirm. Ihre Bediensteten benutzen den Ausbildungsraum automatisch so lange, bis die gewünschte Zahl erreicht ist. Oder automatisch, falls einer ihrer besseren Bediensteten umkommt, sodass die Zahl konstant bleibt. Um den Ausbildungsraum nutzen zu können, brauchen sie die nötige Einrichtung und mindestens einen besseren Bediensteten, der als Lehrer fungiert und seine Fähigkeiten weitergeben kann. Haben sie keinen besseren Bediensteten einer Klasse mehr, müssen sie neue Geiseln fangen und diese verhören. Okay, dann hören wir uns das zum Geiselnverhören auch noch an. Um an bessere Bedienstete zu kommen, müssen sie ein in dieser Klasse ausgebildetes Opfer gefangen nehmen und einem Verhör unterziehen, um sein Wissen aus ihm herauszuquetschen. An Gefangene kommen sie durch die Erledigung verschiedener infamer Aktionen auf der Weltkarte. Wird die Aktion erfolgreich durchgeführt, wird die Geisel in ihre Basis verschleppt. Sorgen sie dafür, dass eine freie Zelle zur Verfügung steht. Wird der Gefangene verhört, gehen dessen Fähigkeiten am Ende des Verhörs auf den verhörenden Bediensteten über. Der Bedienstete wird automatisch zum besseren Bediensteten der entsprechenden Klasse. Dieser neue, bessere Bedienstete kann nun sein Wissen durch Ausbildung an andere Bedienstete weitergeben. Dann schauen wir uns Gefängniszelle auch gleich noch an. Bauen Sie eine Gefängniszelle in der Waffenkammer, um mit dem Fangentag markierte Agenten dort einsperren zu können. Jede Gefängniszelle bietet nur Platz für einen Gefangenen. Wird ein Gefangener zu lange in seiner Zelle gelassen, stirbt oder flieht er. Und Überwachung hat man auch noch. Bedienstete können ihre Basis viel effektiver verteidigen, wenn ein Überwachungsnetzwerk installiert ist. Installieren Sie mindestens eine Überwachungskamera, Lautsprecher und Sicherheitszentrale mit der gleichen Farbkodierung, um ein Überwachungsnetzwerk zu haben, das Ihre Bediensteten auf markierte Charaktere aufmerksam macht. Okay, naja, einiges dazugekommen wieder. Und eine Aufgabe ist somit auch abgeschlossen und eine neue Aufgabe entsprechend. Das Zivilisten-Zimmermädchen könnte ihren Männern nützliche Informationen zukommen lassen. Befragen Sie sie, um einen besseren Bediensteten auszubilden. Da brauchen wir aber vorher noch passenderweise was? Einen Verhörstuhl. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Hier gibt es auch eine Stecho. Ah, die Stecho, die wollte ich mir noch anschauen. Wenn Ihre geheimsten Projekte immer von hereinplatzenden Touristen bestört werden, bauen Sie doch ein Hotel, um die Touristen zu beschäftigen. Sie benötigen Servicebedienstete, um ein Hotel zu betreiben, aber mit der richtigen Einrichtung können Sie Touristen rund um die Uhr beschäftigen. Okay, eigentlich wollte ich die Stechuhr haben. So. Ihre Bediensteten fangen in einem Raum sofort mit dem Arbeiten an. Eine Stechuhr gibt Ihnen jedoch genauere Kontrolle darüber. Eine Stechuhr verfügt über einen Regler, den Sie nutzen können, um einen Raum bei Bedarf abzuschalten, was besonders nützlich ist, um bei einem Stromausfall Energie zu sparen. Alternativ können Sie auch zusätzliche Bedienstete in einen Raum abkommandieren, sodass die Geräte beim Schichtwechsel nie unbemannt sind. Ah, okay, wieder was gelernt. Das habe ich noch nicht gewusst. Ah, das ist der Regler hier, okay. Das muss man auch gelegentlich noch anschauen. So, zu viele Fische haben wir auch erledigt. Ja, dann werden wir hier auch gleich mal vorsichtshalber eine Stechuhr platzieren. So, wie schaut es denn aus auf unserer Weltkarte? Das haben wir abgeschlossen.
Das läuft wohl noch. Ja, jetzt ist die Frage, wie kommen wir zu Geld? Wer ist denn auf uns wütend und wer noch nicht? Also, grün. So, jemand wie Europa zum Beispiel noch nicht allzu sehr. Da werden wir das mal so machen. Packen mal 10 Leute nach Europa. Die sollen mal einfach für Geld sorgen. Und den Rest überlegen wir uns dann. So, das läuft ja, oder? Hoffentlich. Ich gehe mal davon aus. 1400 alle 60 Sekunden. Ah, da kommen aber noch welche, hoffentlich. Okay, ja, dann nächstes Mal das Zimmermädchen verhören. Ah, die Bibliothek haben wir jetzt auch geschafft. Sehr schön. Und die USA ist noch nicht allzu wütend. Dann werden wir da auch noch ein paar Leute hinpacken. Die gehen uns zwar jetzt dann so langsam aus. Okay, dann machen wir ein bisschen weniger. Machen wir 5 und 5 in dem Fall. So, passt. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, für denk. Und Baba!